Ah, sowas meinen Sie. Na, das geht zur Not. Wieso? Das hat doch dieselbe Einteilung wie ein Meterstab. Mal sehen. Stimmt. Na, dann kann es jetzt ja losgehen. Hier bitte. Oder nee, dürfte ich erstmal schnell Ihre Toilette benutzen? Natürlich, zweite Tür rechts. Danke. Na, dann wollen wir mal. Wie machen wir denn das am besten? So, gleich haben wir es. Das müsste die Mitte sein. Na also, 27 cm. Unser Küchenschrank ist 30 cm tief. Dann passt's ja. Sagen Sie mal, jetzt bin ich ja doch neugierig. Sammeln Sie altes Geschirr? Eigentlich nicht. Das ist nur wegen meiner Verlobten. Die steht auf sowas. Und dann hat sie nächste Woche noch Geburtstag. Ach so, ein Geschenk. Und, wie sieht's aus? Alles klar, 27 cm. Passt. Ja, Glück gehabt. So, Frau Roth, jetzt sind Sie uns gleich los. Ah, ich bitte Sie. Wir finden ja den Weg. Ja, Sie kennen sich ja mittlerweile aus hier. Also dann bis morgen, Frau Roth. Immer das Gleiche. Die Täter verschwinden und mit ihnen jede Menge Geld und Schmuck. Deshalb der dringende Appell, lassen Sie Fremde in Ihrer Wohnung nicht aus den Augen. Natürlich muss nicht jeder Besucher auch gleich ein Ganove sein. Aber wie heißt es so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist manchmal besser. Um Vertrauen, das ganz gemein missbraucht wird, geht es auch im nächsten Fall. Das Besondere an dem Trick, der Täter benutzt ein Kind, nämlich seinen eigenen Jungen, um sich in das Vertrauen seiner Opfer einzuschleichen und ihnen dann eiskalt das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich bin gleich wieder da, hol nur was. Hallo, mein Schatz. Na, was brauchst du denn? Taschentuch oder Bonbon? Zwei Bonbon. Gleich zwei Bonbon? Ja, für den Jungen da oben auch noch eins. Ah, für den Jungen? Hat der Junge auch einen Namen? Ja, aber so einen komischen habe ich vergessen. Na, dann fragst du ihn halt auch mal. Naja. Verstehen sich gut unsere beiden, was? Ach, ist das Ihr Sohn? Ja. Jaffi. Ach so, deshalb. Wie? Naja, Jasmin kann sich den fremden Namen nicht merken. Ach, verstehe. Darf ich mich auch vorstellen? Mein Name ist Hermann, John Hermann. Angenehm. Pelzer. Bitte. Luise Pelzer und ihre Tochter Jasmin machen auf dem Spielplatz jede auf ihre Weise eine interessante Bekanntschaft. John Hermann ist, wie er erzählt, zwar in Deutschland geboren, aber dann mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Er lebt in New York und unternimmt zurzeit eine Deutschlandreise, um seinem Sohn die alte Heimat zu zeigen. Ihr Sohn spricht auch Deutsch? Nur ein bisschen. Aber es reicht offenbar, um Spielkameraden zu finden. Ja, selbst wenn er nur Englisch könnte, bei Kindern ist das kein Problem. Die verstehen sich in allen Sprachen. Ich staune immer wieder, wie schnell Geoffrey Kontakt bekommt. Und ich bin sehr froh, dass er wieder fit ist. Wieso? War er krank? Er hat eine Zecke erwischt. Oder besser gesagt, sie ihn. Geoffrey bekam plötzlich hohes Fieber und Krämpfe. Ich musste sogar einen Notarzt rufen. Oh. Es war dann doch nicht so schlimm, Gott sei Dank. War wohl mehr die Aufregung über dieses Biest. Ja, Zecken können ganz gemeine Krankheiten übertragen. Hirnhautentzündung zum Beispiel. Ja. Jasmin ist dagegen geimpft. Oh, das hat der Notarzt auch geraten. Ich werde Geoffrey gleich impfen lassen, wenn wir zurück in den Staaten sind. Wie lange bleiben Sie denn noch? Only one week. Nur noch eine Woche. Dann ist unser Germany-Trip zu Ende. Leider. Aber wir haben viel gesehen. Schlösser, Burgen, Museen, schöne alte Städte. Nach den Ferien wird Geoffrey viel zu erzählen haben in der Schule. Waren Sie schon in unserem großen Tierpark? Nein, noch nicht. Wir wollen am Samstag in den Zoo, mein Mann, Jasmin und ich. Da kommen Sie einfach mit. Ja, gern. Das macht Geoffrey bestimmt großen Spaß. Ja, das denke ich ja auch bestimmt. Wo sind die beiden denn jetzt? Bestimmt da drüben auf der Riesenrutsche. Der gemeinsame Zoobesuch wird ein voller Erfolg. Nicht nur die Kinder amüsieren sich prächtig, auch die Erwachsenen genießen den Ausflug. Das Ehepaar Pelzer findet den Deutsch-Amerikaner, der sich unter dem Namen John Hellman vorgestellt hat und mit seinem Sohn im Hotel übernachtet, sehr sympathisch. So süß. Ja, verstehen sich offenbar sehr gut. Die verstehen sich echt toll.
Gut festhalten. Aus der Spielplatzbekanntschaft wird relativ schnell eine richtige Freundschaft. Auf gut old Germany. Ich heiße John. Jörg. Wiese. Von nun an sehen sich John Hellmann und das Ehepaar Pelzer täglich. Zusammen mit den Kindern unternehmen sie noch weitere Ausflüge oder sitzen abends bei einem Glas Wein zusammen. So wie die heute mit Schoffel rumgetobt ist. Kurz vor seiner Abreise überrascht John Hellmann seine Gastgeber dann mit einer unerfreulichen Nachricht. Hi John. Was ist los? Du siehst verstört aus. Stell dir vor, Joffrey liegt im Krankenhaus. Was? Was ist denn passiert? Ein Unfall? Die Geschichte mit dem Zeckenbiss. Setz dich erstmal. Heute nach dem Ausflug bekam Joffrey plötzlich wieder hohes Fieber und Schüttelfrost. Diesmal habe ich ihn sofort ins Hospital gebracht und sie haben ihn gleich da behalten. Dann hat er sich also doch infiziert. Möglich. Der Arzt wollte dazu noch nichts Genaues sagen. Er hat Joffrey Blut abgenommen und will erst die Untersuchung abwarten. Ist ja ein Ding. Und was wird jetzt aus eurem Heimflug? Den werden wir wohl um ein paar Tage verschieben müssen. Ich habe schon mit der Fluggesellschaft telefoniert, no problem. Naja, wenigstens etwas Positives. Das Heimkommen ist das geringste Problem. Ja, wieso das geringste? Gibt's noch andere Schwierigkeiten? Das kann man wohl sagen. Das Krankenhaus will einen Vorschuss für die Behandlung. An so etwas habe ich natürlich nicht gedacht. Vorschuss? Das verstehe ich nicht. Bei ausländischen Touristen machen die das immer so, sagen sie. Ja, das kann sein. Im Ausland Geld einzutreiben ist schwierig und teuer. Und wie machst du das jetzt mit dem Bezahlen? Kreditkarte? No, das geht nicht. Die wollen das Cash, also bar auf die Hand. Außerdem ist meine Kreditkarte gerade abgelaufen. Ich habe also mit meiner Bank in New York telefoniert und wollte mir das Geld schicken lassen. $1,000. So teuer ist das? Kann ich dir was anbieten? Einen Saft oder Wasser? Ehrlich gesagt, ein Whisky könnte ich jetzt gebrauchen. Ja, klar. Weißt du noch letztes Jahr, als Jasmin im Krankenhaus lag wegen ihrem Mandeln? Du musst mir auch 600 Mark bezahlen. Pro Tag. Ja. Krank sein ist teuer. Aber du kriegst das von deiner Versicherung ersetzt, oder? Sure, wenn ich zurück bin in New York. Aber jetzt brauche ich erst einmal ein Girokonto, auf das ich das Geld überweisen kann. So geht's am schnellsten. Ist aber sehr complicated, sehr umständlich. Einfacher geht's nicht. Möchtest du Eis? Ja. Ich gehe schon. Also, ich sehe nur eine Möglichkeit. Jörg, wenn du mir deine Kontonummer geben würdest, auf das ich das Geld überweisen lassen kann, dann wäre ich eine Sorge los. Auf mein Konto? Und wann wäre das Geld dann drauf? Ich habe mich gleich erkundigt. Wenn ich die Kontonummer heute durchgebe, ist das Geld übermorgen da. Ja, also, wenn das so einfach ist, warum nicht? Und übermorgen seid ihr abends meine Gäste. Wie wäre es mit chinesisch essen? Ja, gern. Aber das ist wirklich nicht nötig. Oh, ihr habt in den letzten Tagen so viel für Joffrey und mich getan. Dafür muss ich mich doch mal bedanken. Gut. Danke, dann nehmen wir die Einladung gerne an. Ein Stück? Ja. Ihr könnt ihr dann übermorgen gemeinsam zur Bank und das Geld abheben. Ja. Genau so machen wir es. Dann treffen wir uns doch dort in meiner Mittagspause. Okay. Abgemacht. Nichts. Kein Geld von deiner Bank angekommen. Das gibt's nicht. Da ist was kaputt. Die haben mir hoch und heilig versprochen, dass das Geld heute da ist. Was mache ich denn jetzt? Wart erst mal ab. Wahrscheinlich kommt's halt heute Nachmittag. Das nutzt mir nichts. Ich habe im Krankenhaus gesagt, dass sie den Vorschuss heute Mittag kriegen. Was ist, wenn Joffrey nicht weiter behandelt wird? Das können die doch nicht machen. Das wäre unterlassene Hilfeleistung. Oh, die haben schon sowas angedeutet. Joffrey ist kein Notfall mehr. Also ehrlich, ich find's unmöglich. Wenn's um die Gesundheit geht, nur an Geld zu denken. Beruhig dich erstmal. Wir werden schon eine Möglichkeit finden, wie du an dein Geld kommst. Ich kann es dir doch einfach leihen. Das würdest du tun? Solange ich mein Konto nicht überziehen muss,
Du bekommst ja sowieso die 1000 Dollar heute irgendwann überwiesen. Das sind 1800 Mark. Na eben. Also, lass uns zum Schalter gehen. 16, 17, 18. Danke. Wiedersehen, Herr Pelzer. Wiedersehen. Das ging ja schnell. Damit wird das Problem wohl gelöst. Vielen Dank, Herr. Das werde ich dir nie vergessen. Und heute Abend sehen wir uns um 8 vor der Lotusblüte. Ich habe uns dort einen Tisch bestellt und bringt viel Hunger mit. Die Portionen sollen ziemlich groß sein. Wir freuen uns schon. Siehst du? 2 Minuten zu früh. John wird sicher gleich kommen. Du, eigentlich hätten wir ihn ja abholen können. Ja, angeboten habe ich es ihm ja. Aber er kommt direkt zum Krankenhaus und wollte unbedingt ein Taxi nehmen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ja, danke. Komm, Geoffrey. Wo soll es denn hingehen? Zum Hauptbahnhof, bitte. Wahrscheinlich ist er noch im Krankenhaus. Hoffentlich nichts Ernstes mit dem Jungen. Ja, im Moment macht John ganz schön was mit. Ach komm, lass uns reingehen. Jetzt ein bisschen kalt. Okay. Lass uns mal sehen, welchen Tisch er uns reserviert hat. Von wegen reserviert. Im Lokal wusste natürlich niemand etwas von einer Vorbestellung. Und es dauerte dann auch gar nicht mehr lange, bis der Schwindel aufflog. Aber da war es schon zu spät. Der Gauner war mit seinem Sohn schon längst unterwegs in die nächste Stadt. Diese Betrugsmethode, eine Variante des sogenannten Darlehensschwindels, hat im Moment leider Hochkonjunktur. Eigentlich schade. Wieder einmal bleibt ein Stück Mitmenschlichkeit auf der Strecke. Denn wer auf diese oder ähnliche Weise ausgenutzt worden ist, der wird womöglich das nächste Mal einen großen Bogen um Leute machen, die sich tatsächlich in einer Notlage befinden, aus Angst, wieder enttäuscht zu werden. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären. Bis dahin, auf Wiedersehen.